Kundenfrage heute lautet: Katja, was ist ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ein Grundeinkommen ist eine Zahlung, die jeder Mensch bekommt, einfach weil er ein Mensch ist. Und diese Zahlung muss folgende 4 Kriterien erfüllen. Erstens muss die Höhe ein Leben oberhalb der Armutsgrenze ermöglichen. Zweitens muss sich bei dieser Zahlung um ein individuelles Recht handeln, also unabhängig davon, mit wem man wie zusammenlebt. Drittens muss man nicht beweisen vorher, dass man bedürftig ist. Es folgt maximal hinterher eine Besteuerung. Und viertens muss man keine Gegenleistung erfüllen. Also es gibt keinen Zwang zur Arbeit. Meine 60-Sekunden-Frage heute lautet: Katja, warum brauchen wir ein Grundeinkommen? Von den 1000 guten Gründen, die für ein Grundeinkommen sprechen, sind folgende die wichtigsten. Erstens, erst eine Grundeinkommensgesellschaft schließt wirklich Existenzangst aus. Zweitens, ein Grundeinkommen befördert Arbeitszeitverkürzung. Drittens, ein Grundeinkommen ist eine wunderbare Demokratiepauschale, die jeden Menschen ermöglicht, an dieser Gesellschaft irgendwie politisch teilzuhaben, ohne dass man irgendwelche Bedingungen von herein erfüllen muss. Und viertens, ein Grundeinkommen ist ein hervorragendes Transformationsprojekt, weil es diejenigen, die nicht also ihre Arbeitskraft als Ware haben, eine deutlich bessere Verhandlungssituation gegenüber ihren Chefs setzt. Und deswegen kann man in einer Grundeinkommensgesellschaft auch besser Wirtschaftsdemokratie und andere Formen des Wirtschaftens jenseits des kapitalistischen Profits durchsetzen. Meine 60-Sekunden-Frage heute lautet: Wie kann man ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen? Um ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, müssen wir zuallererst Mehrheiten für diese Idee werben. Hier können wir uns nicht auf die Parteien verlassen, sondern hier ist zuallererst die Zivilgesellschaft gefragt. Das heißt, wir brauchen Rockkonzerte für ein Grundeinkommen, wir brauchen Diskussionsveranstaltungen für diese Idee und vieles andere mehr. Und in der Politik kann man heute noch nicht ein Grundeinkommen einführen, aber es sind vielleicht erste Schritte in Richtung einer emanzipatorischen Sozialpolitik möglich. Also zum Beispiel, indem man auf sämtliche Sanktionen verzichtet oder innerhalb der Rente eine Grundrente einführt oder indem man für Studierende ein BAföG für alle einführt. Das wären alles kleine Schritte. Wichtig ist, dass man das Ziel, die Einführung eines Grundeinkommens, nicht aus den Augen verliert. Meine 60-Sekunden-Frage heute lautet: Wie kann man als private Person am besten fürs bedingungslose Grundeinkommen Werbung machen? Also das Erste, was man tun kann, um die Idee des Grundeinkommens richtig zu pushen, ist beim parteienübergreifenden, beim parteienunabhängigen Netzwerk Grundeinkommen einzutreten. Man erreicht uns über www.grundeinkommen.de und dann gibt es ganz viele Sachen. Man kann Leserbriefe an die örtlichen Zeitungen schreiben, man kann zu den Abgeordneten in die Sprechstunde gehen und für die Idee des Grundeinkommens werben, man kann sich mit anderen Leuten vor Ort zusammentun, Veranstaltungen dazu durchführen, auch gerne mit Künstlern sich zusammentun oder bei Journalisten für diese Idee werben. Es gibt 1000 Schritte, die man tun kann, und ja, ich glaube, das Schöne daran ist, dass man auch selber daran Freude hat.